Jo, Kamera läuft, Mahlzeit zusammen und Caramba Carajo. Herzlich willkommen zurück, liebe Strategiefreunde, liebe Retrofreunde. Heute spielen wir wieder die Siedler, aber heute spielen wir die PC-Version aus dem Jahr 1994. Ne? Ich weiß, das Hintergrundbild passt jetzt nicht wirklich dazu, aber ich habe es trotzdem mal hier auf den Amiga-Monitor gelegt. Ne? Das Intro ist im Prinzip, ja, bis auf kleinere Nuancen identisch. Wir gehen mal rein in die PC-Version, dann zeige ich euch heute noch die SVGA-Version dieses Spieles. Das ist nämlich der Hauptunterschied zwischen den beiden Versionen, zwischen PC und Amiga. Okay, gut. Wir gehen jetzt wieder rein in dieses tolle Spiel. Los geht's. Ja, gut, hier seht ihr jetzt die MS-DOS-Version. Ja, da ist der Startbildschirm. Der sieht tatsächlich etwas anders aus als der Startbildschirm der Amiga-Version. Das Intro ist bis auf zwei, drei kleine Sachen im Prinzip dasselbe, ne? Ja, und ja, in der Amiga-Version sind so teilweise zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, die Wache in der Burg, die bewegt sich. Das tut sie in der MS-DOS-Version nicht. Und wenn der Ritter im zweiten Bildschirm in Richtung Dorf reitet, da sind so Äste, die bewegen sich. Die bewegen sich in der Amiga-Version, in der PC-Version nicht. Das sind so kleine Dinge. So, okay. Ja, hier sind wir jetzt, ne, in der MS-DOS-Version. Wir gehen jetzt mal rein. Okay, wir hatten ja die erste Level auf dem Amiga gespielt. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier können wir jetzt den Code eingeben. Station war der Code. Ne? So, okay. Ich habe hier die SVGA-Version aktiviert, wie ihr seht. Ja. Die PC-Version zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eine SVGA-Version gibt. Und die wollen wir uns jetzt auch mal angucken. Sonst ist das Spiel eigentlich im Großen und Ganzen so ziemlich identisch auf dem Amiga und auf dem PC. Naja gut, okay, gehen wir direkt rein. Wir fangen mal an. So, da sind wir auch schon. Ihr seht, es ist alles etwas fein auflösender. Wir müssen jetzt erstmal hier einen guten Startpunkt wählen. Ja, natürlich, hier ist alles extrem viel. Ich würde sagen, wir bauen uns hier irgendwo direkt an diesem Berg hier auf. Hier sind Steine, Bäume, alles da. Dann setzen wir unser Haupthaus mal hier hin. So, okay. Zack. So, und jetzt warten wir mal gucken, wo der Computer sich hinsetzt. So, also, oh ja, toll, der setzt sich direkt neben uns. Das ist natürlich nicht so erfreulich. Ah, aber was soll man machen? Okay, dann als erstes direkt mal hier ein Grenzhaus hingehauen. Ja, okay, wir haben direkt einen Computergegner neben dran. Das ist natürlich nicht so toll. Aber okay, was soll man machen? Wir werden jetzt da unser Möglichstes tun, den direkt hier unter Druck zu setzen und einzuengen. Zwei Computergegner gibt es ja in dem Spiel hier. Mir wäre lieber gewesen, wenn die beiden sich nebeneinander gesetzt hätten. Und dann hätten sie sich aneinander aufreiben können. Ich weiß zwar nicht, ob die verbündet sind oder nicht. Ich glaube nicht, aber ja. Einen von den Kameraden haben wir jetzt direkt hier nebendran sitzen. Gucken wir mal, wie die Warensituation ist. Also wir haben eigentlich recht gut, sind recht gut bestückt, ne? Haben einiges an Waren bereits hier im Haupthaus drin. Ich will zunächst erstmal hier etwas expandieren, um schnellst wie möglich hier irgendwo Rohstoffe uns zu sichern. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wo die Rohstoffe hier sich verstecken, aber ihr habt es gerade gesehen, ich habe ja diese Geologieübersicht gemacht in den Bergen. Hier sind also viele Rohstoffe drin. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre die Stelle hier sogar noch besser gewesen, aber okay. Gucken wir mal, wo sitzt denn der andere Computer? Wir haben ja zwei Gegner. Ah, der hat sich hier unten aufgebaut. Ja, auch hier an dem Berg. Ich will hier gucken, dass wir möglichst schnell hier rüber expandieren. Ich hoffe, dass hier irgendwo Eisen und Gold und Kohle vorkommen sind, ne?
Wir können auch am Anfang direkt hier mal... Also Steine haben wir dieses Mal auf jeden Fall genug. Wir setzen hier mal in das Feld dieser Steine, setzen wir jetzt mal hier einen Steinmetz rein. So. Ja, am Anfang der Aufbau ist wieder derselbe wie immer. Wir bauen hier Steinmetz, wir bauen ein Sägewerk, bauen wir. Hier oben haben wir auch schon einen See. Da in die Richtung können wir auch direkt mal expandieren am besten. Dann können wir nämlich schon ein paar Fischerhütten bauen, um dann die stetige Versorgung mit frischem Fisch für unsere Minen zu gewährleisten. So. Hier ist das Sägewerk. Und einen Holzfäller müssen wir natürlich dann auch noch bauen. Ja, es sind am Anfang immer dieselben Gebäude eigentlich, ne? Und vielleicht auch noch einen Förster. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ach, den setze ich einfach auch hier hin, komm. Hinterm Hauptgebäude versteckt. So. Ah, okay, was baut er denn hier? Lass uns mal gucken. Ich glaube, hier ist eine Grenzhütte sicherlich am Errichten und dann noch zwei andere Gebäude hier sauber am Machen. Ja, leider können wir nie sehen, was er für Gebäude errichtet. Er hier unten ist etwas verhaltener im Aufbau. Mhm, okay. So, auf jeden Fall, wie ihr seht, im Gegensatz zur Amiga-Version, ist das hier natürlich etwas hochauflösender, muss man sagen. Und man hat hier tatsächlich aufgrund der höheren Auflösung auch eine bessere Übersicht über sein Königreich. Das ist klar. So, hier haben wir jetzt das erste Gebäude besetzt. Ja, ich schicke hier mal einen Geologen hin, der kann mal hier ein bisschen gucken. Ob hier irgendwo, ich hoffe hier, ich glaube hier auf der Seite war irgendwo auch Eisen. Ich schicke schon mal ein paar Geologen los. Die können sich die Geschichte schon mal angucken hier. So, wie sieht es denn aus bei unseren Rittern? Ja, die sind noch relativ schwach. Wir stellen das Thema um, die starken Ritter kommen also in den Angriff. So. Gut. Ja, also los geht's jetzt wieder, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, wir machen hier diese Mission noch, ne? Dann habt ihr beide Versionen mal gesehen, die Amiga-Version und die MS-DOS-Version, ne? Wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, ob euch das gefällt, ob ich hier eventuell weiterspielen soll, ne? Oder ob das jetzt reicht, ne? Weil ich bin ganz ehrlich, viel tut sich dann nicht mehr in dem Spiel, ne? Wenn man jetzt, ja... Das bleibt eigentlich immer dasselbe, ne? Bis auf die Missionen, die sich leicht voneinander unterscheiden. So, hier hat unser Geologe schon Gold gefunden. Das ist ja toll. Können wir da auch, da könnten wir sogar schon was drauf errichten. So. Ah, und was sich noch unterscheidet zur Amiga-Version, wenn ihr unten seht, dieser Stern, ne, der ist in der Amiga-Version animiert. Der dreht sich die ganze Zeit. In der DOS-Version ist der leider nicht animiert. Okay. So, wir wissen ja, Gold ist auch wichtig, deswegen werden wir gleich direkt auch eine Goldschmelze bauen. Ich gucke nochmal kurz, wie unsere Rohstoffe sich verhalten. Ja, wir haben noch genug eigentlich. So, hier ist auch wieder ein Grenzhaus besetzt worden. Dann geben wir direkt das nächste in Auftrag. Wie gesagt, ich möchte hier so schnell wie möglich uns Gebiete sichern. Hoffen wir, dass der Computer nicht zu schnell angreift. Der hat noch keine Grenzhütte gebaut. Ja. Oh, hier haben wir Kohle gefunden. Gut. Ich glaube, hier der Geologe, der hat sich direkt schon wieder verabschiedet. Der hat nur einmal geklopft, hat nichts gefunden, ist wieder gegangen. Kann das sein?
So, ja. Ja, und das ist auch immer ein Problem, ne? Eins meiner Probleme ist immer gewesen, die Wegführung. Die habe ich nie so gut hingekriegt, wenn ich ehrlich bin, ne? Grüße gehen raus an The Shadow Snows. Dem ist halt auch direkt bei der letzten Mission aufgefallen, ne? Ja, es ist halt so, jetzt sieht man hier, am Hauptgebäude knubbeln sich schon die Waren. Dann muss später muss man natürlich darauf achten, dass man in regelmäßigen Abständen und in regelmäßigen Gebieten, also wenn man so Gebiete hat, das muss man Lagerburgen setzen, ne? Damit nicht die ganzen Rohstoffe immer direkt bis zum Hauptgebäude geliefert werden und dann irgendwo anders hin. Teilweise werden die ja auch schon von den Siedlern an die entsprechende weiterverarbeitende Industrie selber geliefert. Aber man sollte am Ende oder im fortgeschrittenen Spiel diese Wirtschaftszweige konzentriert setzen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Wirtschaftszweig. Oh, hier ist schon schweres Goldvorkommen, sehe ich gerade, das ist hervorragend. Da mal streckt man eine Mine drauf, damit wir das nicht vergessen. Also man sollte beim fortgeschrittenen Spiel eben so gewisse Gebiete einteilen, wo man halt gewisse Industrien ansiedelt. Ne? Ja. Und dann in diesen Industriegebieten quasi mal Lagerburgen setzen, worüber dann die Waren verteilt werden. Und am Ende im Prinzip nur noch die Endwaren durch das Gebiet transportiert werden müssen. So, hier wurde auch bereits ein. Da haben wir ihn direkt erwischt. Jetzt hat er auch eine Grenzhütte gebaut. Können wir leider noch nicht angreifen. Ah, wartet mal, ich mach mal hier. Setze mal hier die weiter hinten gelegenen Gebäude auf Minimum. Und hier unsere Gebäude, die direkt an der Grenze sind, die sind auf voll eingestellt. Ah, da kommen seine Ritter schon. So, hier ist eine Wüste. Da können wir, glaube ich, nichts drin bauen. Ne, genau. So. Hier ist das Eisen. Kann er nicht hier irgendwo eine Grenzhütte hinbauen, die ich dann einnehmen kann? Das wäre gar nicht schlecht. So, wie sieht es denn hier bei uns aus? Jo. Sägewerk, der Holzfäller ist schon fertig. Das Sägewerk ist im Bau. Ich glaube, ich werde hier noch einen zweiten Steinmetz in Auftrag geben, damit wir schnellstmöglich hier den Rohstoff Stein in ausreichender Menge zur Verfügung stehen haben. Okay, da können wir uns mal hin. Ja, das muss dann halt so bleiben. Ich glaube, hier waren auch noch starke Eisen- und Kohlevorkommen auf diesem Gebiet. Kann mich aber auch täuschen, ich weiß nicht. Oh, er hat auch schon Eisen gefunden. Okay, wir bauen am Anfang direkt schon mal eine Eisenschmelze, wollte ich sagen, eine Goldschmelze. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist ja ein sehr wichtiger Rohstoff, Eisen. Eisengold. So, okay, hier oben wurde auch schon fertig gebaut. Ich werde mich hier oben auch noch weiter. Wir werden hier oben auch noch weiter expandieren. Weil ich muss mal gucken, wir brauchen ganz dringend Farmland. Hier, das würde sich eignen. Ja, also werden wir mal sehen. Müssen sehen, dass wir dann auch eine vernünftige agrikulturelle Entwicklung hier machen. Ja, also wir müssen Bauernhöfe bauen, ne, später, weil wir unsere, ihr wisst ja alle, unsere Minenarbeiter brauchen dringend was zwischen die Zähne, ne, damit die vernünftig arbeiten können. Na, kann ich nicht setzen hier? Was ist das denn? So. Manchmal hängt es ein bisschen. So, okay. Oh, da kommt schon Gold. Er hat auch Gold, wird da angeliefert. Wir könnten sein Grenzhaus hier jetzt schon angreifen. Wenn wir das jetzt hier uns schon einverleiben würden, dann wäre er quasi im Eimer.
ich weiß nicht, sollen wir das mal wagen? Komm, wir machen es mal. Das geht zwar in die Hose, ich weiß es, aber wir greifen sein Grenzhäuschen hier an. Und zwar mit 6 Rittern. Los jetzt, komm. Direkt Angriff. Da kennen wir nichts. Wer wagt, gewinnt. So, hier bauen wir noch einen Förster hin. Mit ein bisschen Glück können wir jetzt einen Computergegner schon so derartig, sag ich mal, ja, durch einen schnellen und entschlossenen Angriff so schwächen, dass er direkt aus dem Rennen raus ist. Also wenn wir hier das Gebäude jetzt einnehmen, wenn das jetzt klappen sollte, dann könnten wir, dann wäre er quasi schon so gut wie im Eimer. Dann hätte er uns nichts mehr entgegenzusetzen quasi. So, mal gucken, wie viele Ritter haben wir denn hier in der Burg noch? Ja, leider nur 8 Rekruten. Hier ist auch ein Haus fertig. Da kommt auch schon der Ritter an. Ja, es wird zwar nicht klappen am Anfang. So Angriffe, die gehen meistens schief. Da müssten wir jetzt also viel Glück haben. Unsere armen Rekruten haben wir hier schon rausgetrieben. Ja, das war's. Das habe ich mir genau so gedacht. Okay, ist egal, war ja nur ein Versuch mal am Anfang, ne? So, okay. Hier setzen wir auch mal eine Fahne. Schicken gleich mal ein paar Geologen los, die dann hier mal dieses Gebiet erkunden können. Schicke ich mal 2 hin. So. Hier wird es weiter. Wir müssen schnell hier uns ausbreiten. Wir müssen schnell diesen Berg hier sichern. Das ist sehr wichtig. Nein, das geht nicht so. Oh weh, ich glaube, wir haben noch nicht einen... Wir haben schon 2 Ritter verloren, habe ich das Gefühl. Na komm schon, du schaffst das. Ja, so nicht. Ja. Okay, komm, wir greifen weiter. Ich will dieses Gebäude haben. Das wird mich hier einen hohen Preis kosten, aber ich bin gerne bereit, diesen Preis zu bezahlen. Oh Gott, es kommen nur Rekruten raus. Am Anfang anzugreifen, wenn die Armee noch nicht kampfstark ist, ist das Falscheste, was man machen kann. Aber wir haben es jetzt nochmal gemacht. Das ist auch so doof. Warum sitzt der so nah? Hat der sich direkt so frecherweise an uns dran gesetzt, der Kerl? Das war... unverschämt vom Computer, muss ich feststellen. Selbst ein Rekrut schlägt unsere... Ich glaube, waren das... Rekruten, Obergefreite, oder sind das dann die Gefreite, die mit den Werten? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall wird es jetzt schon... Naja, ich will nicht sagen schwieriger, der Schwierigkeitsgrad zieht so wirklich noch nicht an, aber... Okay. Des Weiteren gebe ich auch noch einen Schmied in Auftrag, damit wir auch direkt mit der Waffenproduktion beginnen können. Ah, ne, hier nicht. So. Immer schön Wege bauen. Und Schmied und die Eisenschmelze können wir auch doch schon direkt sagen, ne? Hoffentlich finden wir jetzt gleich da drüben Eisen. Das wäre sehr gut. Ah, da sind die Geologen, sind schon da. Wie schaut es hier aus? Immer noch hoffnungslos. Na komm! Na endlich, wir haben auch mal einen besiegt. Ja, da muss man schon viel Glück haben.
Da half es früher auch nichts. Ich habe da, wir hatten sonst immer versucht, da mal abzuspeichern und mal wieder anzugreifen und neu. Das hat dann aber nicht geholfen. Weil die Kämpfe gehen dann meistens trotzdem so aus, wie sie ausgehen. Irgendwie. Ja, ich will nicht sagen, das ist alles vorberechnet, aber die Wahrscheinlichkeiten sind halt, ändern sich nicht groß. Ja. Hat unser armer Gefreiter schon wieder eins auf die Fingers gekriegt, ne? Hier ist, wird schon mal Kohle gefunden. Oh ja, er expandiert auch hier in diese Richtung. Komm, tu mir mal einen Gefallen. Mach mal. Knallen weg! Ich habe die Kämpfe so oft gesehen. Hör mal, ich weiß schon direkt, wie die Kämpfe ausgehen. Kohle haben wir gefunden. Okay. Man hat das so oft gespielt, dass man genau weiß, wie diese Kämpfe immer ausgehen. So. Na, ich baue hier oben noch. Wir expandieren weiter. Ja, am Anfang ist es halt sehr, sehr schwierig, einen erfolgreichen Angriff durchzuführen. Ja, es ist auch nur noch ein Ritter von uns da. Da kommt schon die Reserve von ihm an. Hier steht schon ein Unteroffizier bereit. Oh, hier ist gar nichts. Jetzt wird sich zeigen, ob wir Glück oder Pech haben. Ich sehe es schon. Wollte ich gerade sagen, das geht schief. Man hat diese Kämpfe, hat man zu oft einfach gesehen, um nicht zu wissen, wie es aussieht. Okay, hier oben ist Granit. Wie sieht es denn hier aus? Ja, wir sind immer noch relativ gut mit den Ressourcen unterwegs. Ja, jetzt hat er. Jetzt ist natürlich der Vorteil, wir haben hier 12 Ritter verheizt und er hat 2 verheizt. Jetzt haben wir natürlich uns hier, ja, im Großen und Ganzen haben wir uns hier selber jetzt gekniffen, ne? Ja. Okay. Das war nämlich jetzt der Angriff am Anfang, war natürlich der größte Quatsch aller Zeiten, ne? Ganz klar. Schade, wir hätten schon einen Computergegner, hatte ich gehofft, hätten wir jetzt ausschalten können, relativ zügig, hat nicht funktioniert. So, okay. Kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. War eine klassische Fehlentscheidung. So, okay, hier ist der Eisenschmelzer, der ist schon drin. Ich will mal kurz gucken, wie viele Angeln haben wir. Wir haben 4 Angeln, wir können also 4 Fischerhütten bauen. Hier können wir auch noch eine Grenze drauf. Ich werde mal hier an den See direkt 2 Fischerhütten bauen, damit unsere, ja, unsere Nahrungsmittelversorgung durch ausreichend Fisch ergänzt wird. Ne? Fisch ist ja gesund. So. Deswegen werden ja auch die Asiaten alle so alt, weil die viel Fisch essen. Ne, Quatsch, keine Ahnung, war Blödsinn, aber. Oh ja, er baut auch schon eine Schmiede, sehe ich. Okay. Hier baue ich auch nochmal einen Verbindungsweg nach hier oben. Also, Freunde, das hier wird sicherlich kein schneller Sieg. Ihr könnt euch nochmal schnell was zu knabbern holen und zu trinken holen. Das wird hier also eine längere Geschichte. Deswegen schütte ich mir jetzt auch mal Sprudel ein. Hier mit so einem schnellen Sieg wird das hier nichts, ne? Ja, schade. Aber so ist es. Ui, oh, jetzt ist die Flasche runtergefallen. Nicht schlimm, war eh nur eine Plastikflasche und die war leer.
Was baut er hier hin? Ich glaube, jetzt baut er sicherlich hier auch eine Grenzhütte hin, ne? Oder baut er hier einen... Nee, da kommen Steine an. Das wird eine Grenzhütte. Also, das wird eine härtere Nummer hier, die Geschichte. Oh, hier ist der... Er hat natürlich viele Ressourcen. Wir haben uns hier auch einen... Wahrscheinlich haben wir uns hier auch einen ziemlich bescheidenen Startpunkt ausgesucht. Den habe ich aber so... Das war so eine Bauchentscheidung, war das, ne? Ich schicke hier auch mal zwei Geologen hin. Okay, wir haben Kohle, aber können nirgendwo eine Mine draufsetzen. Hier könnten wir eine Mine draufsetzen, aber das wird hier gleich vereitelt durch sein Grenzhaus. Das ist eine Schande, aber das ist nun mal so. Da kann ich nichts dran ändern. Tja, also, was soll ich sagen? C'est la vie. Wir haben Granit gefunden, das ist ja schon mal hervorragend. Ja, also das hier, wie ihr seht, ist jetzt die PC-Version, ne? Ja. Und das war wirklich eigentlich eins der wirklich wichtigen Features, die die PC-Version also besser gemacht hat als die Amiga-Version, diese Super-VGA-Auflösung. Ich weiß gar nicht, ob der Amiga da imstande zu gewesen wäre, ne? Aber die PC-Version, die kam auch ein ganzes Jahr später, ne? Die war also... Hier ist alles Kohle. Geht hier hin? Oh, hier sind wir gleich schon wieder am Roten dran. Ja, die Karten sind nicht so groß. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall nicht rechtzeitig zum Berg hin. Das ist schade. Ja, da hat er eine Grenzhütte gebaut. Gut. Okay, wir haben aber zumindest Kohle und Gold. Das ist schon mal viel wert. Und dann baue ich hier mal eine Kohlemine hin. Die Goldmine werde ich auch gleich anschließen. Zack. Wenn wir jetzt hier noch irgendwo Eisen hätten, dann wäre das echt toll. So, um die Goldmine aktivieren, war auch Gott sei Dank, haben wir zumindest das Gold. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, ob Gold oder das Eisenvorkommen hier besser für uns wäre. Aber hier, oh, das sieht schön aus. Ja, Kohle und Eisen, ne? Ja, das kann man bestimmt schon sehen hier. Wir sind jetzt am Anfang schon relativ gekniffen worden. Ja, seht ihr? Er hat uns hier schon... Ja. Wir sind abgestürzt. Ne? Die beiden sind jetzt stärker als wir, waffentechnisch gesehen. Also, das war jetzt, könnte uns das Spiel kosten, die ganze Geschichte hier. Okay. Wie viele Ritter haben wir denn noch? Ich befürchte, es wird schon knapp. Ne, wir haben noch ein paar Ritter in der Burg und auch ein paar Waffen haben wir auch noch. Okay. Wir können also durchaus noch ein bisschen expandieren. Ich will mal gucken, wo können wir denn unsere Farm und... Oh, hier kommt der... Ja. Dann müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir hier irgendwo eine Burg errichten. In Richtung seiner Grenze. So. Das werden wir jetzt auch direkt machen, um hier das Grenzgebiet zu sichern und dann einen guten Einfall, um eine gute Einfallsmöglichkeit in sein Gebiet zu haben, werden wir jetzt hier eine Festung errichten. So. Zack. Zack. Oh, er baut hier auch munter Grenzhütten. Ja, er hat sich von dem ersten Angriffsschock hat er sich erholt. Oh wei, sein Schmied arbeitet bereits. Er produziert auch schon Waffen. Ja. Hier ist gar nichts bei uns. Wir müssten dieses Wachhaus hier kriegen, aber das wäre echt gut. Aber wir müssen abwarten, bis unsere Truppen besser sind. Dann brauchen wir mehr Gold. Ja, ich glaube, bei Siedler 2 war es so, wenn man da Ritter generieren wollte oder Ritter
ausbilden wollte, dann brauchte man da auch noch Bier zu, ne? Kann das sein? Wisst ihr das noch? Ja, ich glaube, so war es, ne? Es fällt natürlich hier. Der zweite Teil von Siedler, das ist ja auch so ein bisschen für mich so wie das Populus-Syndrom, sage ich jetzt mal, ne? Populus 1 war ja cool, ne? Und Populus 2 war dann wirklich gut, ne? Und bei Siedlern war es im Prinzip genauso. Siedler 1 war wirklich gut und Siedler 2 war dann hervorragend. Genau wie bei Battle Isle auch. Ne? Battle Isle 1 war gut und Battle Isle 2 war natürlich das Strategiespiel, wirklich, wo alles richtig gemacht wurde. Ne? Also da wurden so Teile, der erste Teil war gut, der zweite Teil war besser. Ne? Oder der zweite Teil war dann richtig gut, sag ich mal. Ne? So. Hier oben müssen wir auch nochmal. Hier bauen wir auch noch eine Grenzhütte. Hier will ich auch ein bisschen dem Gegner entgegengehen. Oh, hier könnten wir jetzt sogar eine Wasserstraße mal machen. Pass mal auf. So. Da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen. Zack. Das Problem ist nur, diese Grenzhütte, die jetzt hier beauftragt ist, die wird nie fertiggestellt. Es sei denn, wir kriegen noch eine Landverbindung. Weil hier wird ein Transportsiedler hingehen auf diese Straße, aber hier wird keiner hingelangen. Deswegen müssen wir hier jetzt den weiten Weg außenrum wählen. Oh, falsch. Damit hier dann der Siedler längs laufen kann. Er sieht jetzt ein bisschen doof aus. Ja, aber kann ich jetzt auch nichts dran machen. So, aha, hier die Angler sind auch schon dran. Wir haben gerade wieder eine Nachricht gekriegt. Haus wurde besetzt. Wir haben Gold gefunden, das ist schön. Wir bräuchten ein bisschen Eisen, das wäre besser, Freunde. Hier ist auch Gold, okay. Ja, das kann natürlich dann irgendwie jetzt bald unser Problem werden. Wenn wir kein nicht ausreichend Eisen haben. Okay, hier baue ich eine Farm hin. Und hier bauen wir den Bäcker hin. Und hier bauen wir die Windmühle hin. Okay. Ja, man soll eigentlich nicht zu viel immer in Auftrag geben, ne? Ganz klar, aber ist jetzt nicht so schlimm, machen wir trotzdem. Oh, schön, von hier aus geht's gar nicht weiter. Das ist ja doof. Dann müssen wir das anders legen, die Straße. Dann legen wir die Straße von der Farm zur Windmühle. Von der Windmühle hier hin. Können wir hier einen. Ja, hier können wir keine Fahne machen. Die knipsen wir ab. Den Weg. Ja, also das ist wie immer gesagt, die Wegführung, die kann, muss man hier sehr kreativ wählen. Wie ihr seht, das ist leider nicht meine Stärke. So, und hier können wir auch noch eine Verbindung ziehen. Eigentlich empfiehlt sich immer rund um Farmen nicht zu viel Straßen zu machen. Damit die Farm möglichst viel Anbaufläche für das Getreide hat. Ne? Ja, wir haben hier echt Pech. Wir finden hier kein Eisen. Oh, wir haben schon 30 Minuten nicht mehr gespeichert. Das ist ja schön. Dann speichere ich mal ab. Speichern 2. Sichern. Okay. Okay, das Gold ist nicht unser Problem. Gold haben wir Gott sei Dank genug. Da können wir aber nichts hinsetzen. Ja, okay, ich schicke hier auch nochmal 2 Geologen los und hier schicke ich auch nochmal einen los. Mal gucken, ob die was finden, was Interessantes hier. Vielleicht haben wir ja doch Glück und finden zwischendrin noch irgendwo ein Eisenvorkommen. So,
Ritter. Wie schaut es mit unseren Rittern aus? Sind die mittlerweile ein bisschen kampfkräftiger geworden? Ja, mittlerweile sind sie 35% kampffähig. Zack. Machen wir mal hier, rekrutieren wir mal alle, die wir haben. Dann können die, nämlich desto früher, desto schneller wir die rekrutieren, desto besser, desto schneller können die hier die Beförderungs... ja, die Beförderungsämter hier durchlaufen. Ne? Das war ja hier, erinnert euch dran beim letzten Mal, ne? Das hier sind die Rekruten, das hier sind, ich weiß nicht, ob das Veteranen oder sagt man, das sind dann Befreite, ne? Oder so, das sind Unteroffiziere, hier, das sind die Lieutenants und das sind die Captains hier, die Hauptmänner, ne? Ja. Ich glaube, so war das. Korrigiert mich, wenn es anders war. Okay, aha, hier hat schon ein Paddelbootfahrer, hat sich hier schon Position gebracht. Unser Schmied ist auch munter am Klopfen, der baut zumindest schon mal Waffen. Ja, die warten natürlich da drauf hier. Ja, okay. Also hoffentlich können wir zumindest die Goldproduktion ankurbeln. Die ist ja relativ... Also Gold ist hier bei dem... Ich habe zwar immer die Kausalität zwischen Gold und Erfahrungsstufe bei den Rittern oder Kampfkraft der Ritter hier nie so richtig durchschaut, ne? Aber es ist bekannt, dass eben das Gold ein sehr wichtiger Faktor hier bei der ganzen Geschichte ist, ne? Also desto mehr Gold, desto kampfkräftiger sind unsere Ritter, ne? Ihr wisst ja noch, das Gold wird hier gelagert in Burgen. Normalerweise, die haben nichts drin. Ja. So, oh, leck noch ein Schlückchen Sprudel genommen. Ja, und er expandiert hier auch munter weiter. Da kann man nichts machen. Ja, Freunde, so ist das, ne? So und nicht anders. Ah, hier kommt schon der erste. Unser erstes Eisenerz. Golderz hat er was gefunden. Ja, er bringt nichts raus. Ja. Okay. Ja, zumindest haben wir eigentlich einen ganz guten Start zu Beginn jetzt hier hingekriegt. Ja, hier ist auch nur Kohle. Was ist das hier? Oh, hier könnten wir noch eine Mine bauen. Hier ist auch noch ein großes Goldvorkommen. Also manche Leute, ich hatte ja auch einen Kumpel, der hatte mal 2 Goldschmelzen gebaut. Ne, da kannte der nix, da war der knallhart drin. Ich weiß nicht, aber wir haben keine Schmelzer mehr. Welches Werkzeug braucht er einen Schmelzer? Ich weiß, im zweiten Teil brauchte der Schmelzer eine Schmelzpfanne. Ich weiß nicht, ob das in diesem Teil auch so ist. Was haben wir denn hier? Hämmer, Spaten, Säge, Sense, hier eine Pickhacke, Zange. Ich glaube, der Schmied braucht eine Zange und einen Hammer, ne? In dem. Der Schlachter, der braucht ein Schlachtermesser, das weiß ich, ja. Okay. Oh, hier ist wieder ein Grenzhaus fertig. Hier oben könnten wir eigentlich auch noch eine Farm planen. Ich baue hier oben auch mal... Das geht jetzt hier in Richtung des lilanen Gegners. Da bauen wir mal einen Grenzturm hier oben hin. Zack. Hier oben ist eigentlich ein gutes Gebiet, da könnten wir auch noch eine Farm setzen. Hier zum Beispiel. So. Ja, also noch haben wir nicht verloren. Wir hatten zwar jetzt am Anfang hier einen schweren Rückschlag, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Das war natürlich totaler Quatsch, da anzugreifen. Aber es wäre zu verlockend gewesen. Am Anfang dieses Gebäude hier eingenommen und ja, der Drops wäre gelutscht gewesen. Obwohl ich befürchte, der Computer hier, der ist auch bald fertig, weil ich sehe, er hat keinen Steinmetz gebaut. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ihm nach einer Zeit, nach einer gewissen Zeit hier einfach die Steine ausgehen werden.
Und um an Eisen zu kommen, müssten wir im Prinzip nur diese Grenzhütte hier einnehmen. Aber wir müssen halt abwarten, ja. Wie gesagt, das Spiel hier ist jetzt kein Spiel der schnellen Entscheidungen. Oder der schnellen... des schnellen Spieles. Ne? Man muss ja eben strategisch auf die lange Sicht hin seine Entscheidungen treffen. Und... ja, und hoffen, dass es gut geht, ne? So, ja, nochmal zwei Geologen abgeschickt. Aha, hervorragend. Wie sieht's hier bei mir? Ich wage mal einen Blick. Ja, okay, der hat einen Steinmetz, der produziert also Steine nach. Ich glaube, wir sollten hier auch eine Burg oder zumindest einen Grenzturm errichten. Ich gehe mit der Burg. Wir machen hier eine Burg hin. Das ist zwar, die braucht zwar sehr lange und vielleicht haben wir Pech und die kann nicht in der nicht rechtmäßig errichtet werden. Rechtzeitig errichtet werden. Ja, könnte auch sein, dass sie nicht rechtmäßig errichtet wird. Ne? Wer weiß, vielleicht wird die ohne Baugenehmigung errichtet. Ne? Who knows, ne? Soll es ja auch schon mal geben. Nein, Quatsch, wir erteilen die Baugenehmigung ja in unserem Königreich. Eine Burg, die auf Befehl des Souveräns errichtet wird, kann niemals nicht rechtmäßig errichtet worden sein. Ja, ja, okay, reicht jetzt. Genug Blödsinn erzählt. So, okay, hier ist auch Gold. Zumindest haben wir Glück hier ein bisschen mit der Kohle, ne? Obwohl, was bringt uns die Kohle? Hier können wir auch nirgendwo. Doch, hier könnten wir eine Mine errichten. Ich mache hier mal eine auf Reserve. So. Ach so, jetzt muss ich mal kurz das Mikro abschalten. Ich muss mir nämlich mal die Nase putzen. Oh ja, ich möchte ja nicht, dass ihr da bei dem Video hier aus heiterem Himmel wegfliegt. Oh. Ja, ich habe im Moment so ein bisschen mit so Pollenflug zu tun, glaube ich. So allergischer Natur. Oh, was hier los? Oh, der hat sogar schon einen Leutnant hier. Eieiei. Naja. Da sind wir noch weit von entfernt. Na, wie gesagt, die Ritter werden ja nach der Zeit durchlaufen, die da ihre Ränge sozusagen. Und, ja. Ich meine, im Prinzip könnten wir hier... ja, wir lassen den Weg mal. Ich weiß jetzt nicht, sieht jetzt, im Moment sieht es danach aus, als wenn hier nicht so besonders viel Platz wäre, um Weizen anzubauen. Aber okay. So, unsere Industrie läuft aber hier. Ne? Schmelzer, Schmied, Goldschmelz. Sieht eigentlich alles erstmal ganz gut aus. Materialien haben wir auch noch genug. Jo, der hat auch noch... Kohle. Wir könnten eigentlich noch eine zweite Kohlemine errichten. Oh, hier haben wir auch schön Gold gefunden. Also Gold haben wir im Überfluss. Das ist wirklich toll, ne? Ich mache hier noch eine Kohlemine. Komm. Was soll der Geiz? Oh, was ist das hier? Hier baut er was. Ja, hier das Häuschen wäre natürlich, wenn er das einnehmen würde, wäre fatal. Ich würde hier gerne eine Burg errichten. Aber ich habe hier leider nur kleine Bauplätze. Das ist echt ein Problem. Er hat Gott sei Dank auch noch keine Goldschmelze errichtet. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich muss mal gucken. Sind hier irgendwo Steine unterwegs? Ne, man sieht nichts, dass Steine hier unterwegs sind. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht gehen ihm die Steine aus, dann ist hier der Rote so gut wie Geschichte. Oh, hier sind schon Schwerter und Schilde. Guck mal hier.
Also so sieht's ganz gut aus. Unsere Burg hier oben ist auch gleich fertig. Hier ist sein Schmied. Ja, die Burg hier steht gut. Na, da, die ist, also das ist eine hervorragende Geschichte. Hoffentlich wird die hier rechtzeitig fertig. Dann haben wir die unsere Ostgrenze auch sozusagen gesichert. Ne? Ja, also dieses Spiel ist sehr statisch, ne? Sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, es ist wenig Bewegung drin. Es ist zwar unheimlich schön zuzuschauen, ne? Also das muss man schon sagen, aber irgendwie, das ist jetzt natürlich keine actiongeladene Geschichte hier. So, aha. Bäckerei und Windmühle sind auch schon fertig. Und hier können wir auch noch eine Farm errichten. So. Zack. So, wisst ihr was? Was wir jetzt machen? Jetzt werden wir erstmal hier die starken Ritter zurückbeordern. Oder mal hier Austausch machen. Ne, wie war das nochmal? Dann kommen die Schwachen zurück und die Starken kommen, gehen raus, ne? Vielleicht schicke ich erstmal die Schwachen raus, damit die Starken weiter befördert werden können. Wenn wir jetzt nämlich immer hier die Starken rausschicken, dann haben wir irgendwann... Ja, ich weiß es auch nicht. Also da habe ich auch nie wirklich durchgeblickt. Man hat das Spiel dann irgendwie, stelle ich fest, haben wir das damals immer nur so nach Gefühl gespielt. Da steckt jetzt irgendwie keine große... Eine große Wissenschaft steckt von unserer Seite da nicht hinter, muss ich immer wieder feststellen. So, komm, ich baue hier auch noch ein Grenzhaus hin, was soll das? So. Ja, halb so schlimm. Oh, falsch. Na, lass uns mal sehen, was macht er denn hier oben? Ja, oh, er hat natürlich auch schon Minen aufgebaut, ganz klar. Waffen produziert er auch schon. Er stellt auch bereits Eisen her, ne? Aber die beiden haben, so wie ich das sehe, noch keinerlei... Oh ja, doch, er hat immer noch Stein. Aber er produziert keinen Stein. Oh, hier oben sind sie jetzt aneinander geraten. Vielleicht haben wir Glück und die arbeiten sich gegenseitig aneinander ein bisschen ab. Das wäre gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob die beiden verbündet sind. Ich glaube aber nicht. Bündnisse sind, glaube ich, in dem Spiel überhaupt gar nicht vorgesehen. Vielleicht greifen sie sich ja gegenseitig an. Das wäre ja eine tolle Sache. Das würde mich echt freuen. Aha, okay, ja. Das hier ist der, ich weiß ja nicht, wie heißt er, der dicke Mönch, ne? Okay. Dann setzen wir jetzt auch hier noch ein Grenzhäuschen hin, zur Sicherheit. Das Grenzhäuschen ist natürlich jetzt auch ein, wird auch ein bevorzugtes Ziel von mir sein. Alleine aus dem Grund, um hier, da kann ich hier keine... Da können wir keine Fahne setzen. Allein schon, um hier den Berg weiter uns unter den Nagel reißen zu können. Ne? Ja, also mit Eisen hatte ich wirklich, haben wir wirklich Pech gehabt. So. Hier ist aber auch nur Kohle auf dem Hügel drauf. Hier die ganzen Gipfelkreuze. Herrlich. Aha, das sind so die kleinen Details, die das Spiel so schön machen hier, ne? Oh, ich glaube unsere... Ja, oh, und sogar angeführt von einem Leutnant. Wunderbar, das ist ja klasse. Unsere Festung hier oben ist fertig. Ja, sorry, Kumpel. Kann ich nichts machen. Hier ist noch ein großer See. Da können wir jetzt sicherlich gleich noch zwei Fischerhütten hinsetzen.
dann werden wir uns hier oben auch... Hier, das ist ein guter Punkt, ne? Für eine Lagerburg. Zack. Super. Ne, um hier unten die Wege so ein bisschen zu entlasten. Ne, noch knubbelt sich hier nicht so viel, Gott sei Dank. Oh, hier geht es jetzt langsam los. Er kriegt jetzt hier sein ganzes Material angeliefert. Also der hat schon alle Hände voll zu tun. So, hier oben unsere Grenze ist schon mal gesichert. Ach, das wäre ja noch viel besser, das Gebäude hier einzunehmen. Dann hätten wir ein durchgehendes... Ja. Also wie ihr seht, ne, wir sind hier gut am Expandieren. So, ne? Ja. Hier kann man sehen, hier wird gleich auch noch eine Grenzhütte besetzt. Ja. Ah, oh, hier hat er jetzt Haus verloren, ja. Wäre jetzt schön, wenn ihr euch jetzt gegenseitig hier ein bisschen auf die Rübe kloppt. Das wäre toll. Jetzt sind ja immer noch Steine im Umlauf hier in seinem Königreich. Er hat aber keinen Steinmetz und auch keine Granitmine gebaut. Irgendwann gehen ihm die Steine aus. Das ist sicher. Sieht hier aus. Ja, der hat eine gute Auslastung. Ich glaube, der ist auch die ganze Zeit dran. Ne? Ansonsten, die Menüs sind genauso wie bei der Amiga-Version. Hier kann man auch sehen, ne? Welche Waren sind gebaut. Ne? Hier die Statistik, was bauen wir alles? Holzstämme, Bretter, Steine, Kohle, Eisen leider nicht, Gold. Ja. Ah, hier war es, genau, ja. Hier kann man sehen. So. Okay, was ist hier los? Jo, ist besetzt worden, super. Der ist auch besetzt worden, wunderbar. Also so unsere Außengrenzen sind sicher, habe ich das Gefühl, ne? Unsere Rohstoffversorgung sieht immer noch gut aus. Wir haben immer noch Bretter auf Reserve. Wir haben Steine auf Reserve. Alles gut. Also so eigentlich, so im Großen und Ganzen, habe ich das Gefühl, als wenn es gar nicht so schlecht laufen würde. Ne? Der Computer ist Gott sei Dank nicht besonders aggressiv und hat uns noch nicht angegriffen. Bis auf unseren kleinen Fehler, den wir uns hier am Anfang des Spiels geleistet haben, ist eigentlich alles okay. Ja. Ah, hier geht der nächste Farm los. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz so ein Farmer braucht. Ich meine, der hier hat 4 Felder angebaut. Wahrscheinlich war das hier doch nicht so der beste Platz für eine Farm, ne? Hier oben kommt noch ein Fischer hin jetzt. 4 Angeln haben wir. Ach komm, ich baue hier an den großen See hier oben auch noch 2 Fischer. Nahrungsmittelversorgung ist immer eine der wichtigsten. Oh, das wird knapp hier. Das wird knapp. Wie viele Ritter haben wir noch in der Burg? Oh, falsch geklickt. Ah, wir haben noch einige Jungs hier in der Burg. Also, so schlecht sieht es nie aus. Ich glaube, der hat auch schon alle Materialien zusammen. Ich sehe hier noch keine Steine ankommen. Mal kurz. Ja, da sind sie. Die Steine werden garantiert hier für diese Grenzhütte sein. Hier das mit dem Haus, das könnte knapp werden. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist die Distanz weiter, näher dran als die Distanz? Ich glaube, ja. Ja, er expandiert natürlich weiter hier hoch, ne? Ja. Vielleicht sollten wir eine zweite Goldschmelze bauen, damit wir möglichst schnell viel Gold bekommen.
Ach kommt, wir bauen nur noch einen Goldschmelz. Was soll der Geiz? Das ist wie im wahren Leben. Gold ist nur durch mehr Gold zu ersetzen. Ja, wir haben leider nur in unserem Bogen noch nicht viel Gold drin. Aber er glaube ich auch nicht, weil er produziert überhaupt gar kein Gold, ne? Er produziert keins. Das könnte uns am Ende, könnte uns das den Hintern retten, dass wir hier doch Gott sei Dank relativ früh die Gold, unsere Goldproduktion auf Trab gebracht haben. So. Ja, also keine Sorge, Leute. Heute machen wir dann ein bisschen länger, ne? Ist gar kein Problem. Ich speichere vorsichtshalber nochmal ab, ne? Normalerweise bin ich ja nicht so der Speicher-Typ, aber ihr wisst ja, ne? Lieber einmal zu viel als zu wenig abgespeichert. Vertraut mir, ich weiß, wovon ich rede. So. Und immer natürlich hier die Ressourcen im Auge behalten. Das Wichtigste sind immer Bretter und Steine, das ist gut. Bretter und Steine und Ritter, das sind die drei Dinge, die ein Königreich groß gemacht haben. So. Die haben Gold drin, die Jungs, okay. Die haben mittlerweile auch schon ein bisschen Gold drin. Ich will jetzt auch nicht zu stark und zu schnell expandieren. Oh, hier kommen auch die Materialien für unsere neue Grenzhütte. Er plant hier auch schon eine, da ist aber noch nichts im Anmarsch. Ich gucke nochmal hier oben bei unserer Burg, die in Auftrag war. Ja, da kommen die. Er wird auf jeden Fall schneller fertig werden mit seiner Grenzhütte als wir mit unserer Burg. Das könnte jetzt hier knapp werden. Oh oh, was ist das denn hier? Wo rennt der denn hin? Wenn ich mal fragen darf. Der ist doch nicht auf dem Weg zu uns, oder? Der hier. Und der hier. Die sind aber... Oh, und hier. Ach du Jemine. Und da auch. Wir werden angegriffen. Und zwar unsere Hauptburg direkt. Ne, nicht unsere Hauptburg. Wo will er denn hin? Oh weh, oh weh, oh weh. Doch, er greift unsere Hauptburg an. Ja, hier kommt die Meldung. Wir werden angegriffen. Oh wei, jetzt... Offenbar nur. Ja, der Baum hier steht gut. Ich kann gar nichts sehen. Oh, klar. Wir schaffen es kaum, bei ihm einen abzuknipsen und er haut uns direkt hier aus den Socken raus. Ja. Oh, Gott sei Dank. Okay, also er greift uns jetzt hier an, aber ich glaube, das wird nicht so gefährlich, wie ich das befürchte. Oh, okay, wir haben hier ein neues Gebäude besetzt, das ist auch schon mal gut. Ja, unsere Burg hier oben, die wird natürlich nicht rechtzeitig fertig werden. Hier sind seine Ritter bestimmt schon unterwegs. Ja, da kommen sie auch schon. Ja, also sehr gefährlich. Wir werden hier angegriffen. Das Schlimme daran ist, bei so einem Angriff, ne, ihr seht, rings um das Hauptgebäude, er liegt jetzt, kommt jetzt alles zum Stehen. Hier werden jetzt keine Waren mehr in unsere Burg hinein oder heraus transportiert. Was natürlich, ja, ich würde sagen, ätzend ist das, ne? Aber da kann man nichts machen. Wie sieht denn die Kampfkraft aus? Okay, wir sind mittlerweile auf 51% Kampfkraft unserer Ritter. Das ist vielleicht schon mal ja nicht schlecht. Ja, also er hat sich gemerkt, dass wir ihn am Anfang angegriffen haben. Das hat er... Oh, jetzt ist einer von unseren Rittern draufgegangen. Ich glaube, das hat er nicht so gut aufgefasst, aber... Naja. Oh... Okay, Gott sei Dank.
Wenigstens greifen seine Ritter und unsere Zivilisten nicht an. Das ist schon mal gut. Also hier herrscht in dem Spiel herrscht ein Kodex, ne, der Ritterlichkeit. Hier werden keine Unbeteiligten. Ne? Die werden hier nicht bedroht. Ja. Das Problem ist, ich glaube, selbst wenn unsere Burg jetzt hier fertig wird, solange der Angriff hier nicht aufhört an unserem Hauptschloss, laufen auch keine Ritter von uns raus. Ne? Wäre natürlich schade, wäre jetzt eine richtige Verschwendung von Material, aber gut, dass wir sie nicht so weit nach vorne gesetzt haben, die Burg. Boah. Haaresbreite, Freunde. Jetzt kommen auch keine Ritter hier raus, ne? Solange der Angriff nicht abgewehrt ist. Doch. Aber die kämpfen jetzt gegeneinander, oder was? Hä? Ja, verstehe ich nicht. Habe ich nicht kapiert. Hoffentlich gewinnt unser Ritter. Komm, es ist wichtig. Na, Gott sei Dank. Jetzt kommt der Nächste. Er muss sich hier seinen Weg freiklöppeln. Ja, okay, klar. Das ist in Ordnung. Habe ich mitgekriegt, war ich live dabei. Und hier werden wir von ihm angegriffen. Oh nein. Was habe ich noch gesagt? Das hier ist ein, wäre ein tolles Ziel, weil hier unsere komplette, ja, unsere komplette Kohleproduktion stattfindet. Hier ist ein Haus fertig, das nützt uns aber nichts. Ja, war klar, dass er uns irgendwann angreift, ne? Wie sieht denn mit Gold aus? Ja, die haben zumindest noch Gold drin. Ach. Okay, gut. Ja, das hier geht gegen uns aus, habe ich das Gefühl. Hier sind nur 1, 2, 3, 4 Ritter. Und wir haben hier noch 2 Ritter drin. Das Einzige, was uns hier den Hintern retten könnte, ist das Gold, das wir in der Burg drin haben. Okay, unsere Lagerburg ist fertig. Hier rücken unsere neuen Ritter aus. Das wird jetzt spannend. Halte durch! Hat Gold. Denk ans Gold. Na, Gott sei Dank. Jo. Vielleicht rettet uns jetzt unser Gold hier. Ja, ich erinnere mich dran, das waren immer spannende Momente damals. Da haben wir immer mit großen Augen und vor dem Computer gesessen, haben gebetet, oh, hoffentlich geht das gut. Ne? Und einmal ist dem Stefan sogar ein Stück Karo-Kaffee vor lauter Aufregung, ne? Nicht ein Stück Karo-Kaffee, sondern ein Stück Spekulatius in den Karo-Kaffee gefallen. Ich kann mich genau daran erinnern. Ja. Weil das hier zu aufregend war. Das waren immer die schönen Sonntagnachmittage, ne? Okay, ich glaube, wir kriegen es hin. Ja, das müsste eigentlich klappen, oder? Hier läuft einer noch rum. Wo will der denn hin? Keine Ahnung. Oh nein. Oh nein, Leute. Da fällt mir fast der Spekulatius in den Kaffee hier. Geht schief. Ich habe die Wurst. Ja. So. Adios. Kohleversorgung. Ja, das ist... Die Hütte brauchen wir wieder, ne? Okay, hier wurde zumindest unsere Burg besetzt.
Da ist bis jetzt nur ein Ritter drin. Ich hoffe, dass wir uns die Hütte sofort wieder zurückkrallen können, was natürlich jetzt aber super ärgerlich ist. Unsere Kohleminen sind abgebrannt, ne? Und ich will mal eine optimistische Schätzung machen. Er hier ist im Eimer, weil er hat keine Steine mehr. Kann das sein? Jetzt müssen wir diese Hütte nur schnell einnehmen, bevor seine Verstärkung kommt. Das wäre echt super, wäre das. Hey. Der kriegt direkt was vor den Knochen, der erste Ritter. Irgendwie sind unsere Ritter total, ja. Also der Verteidiger hat bei dem Spiel hier mal einen Riesenvorteil, ne? Was turnt ihr denn da drüben rum, Jungs? Hier, guck mal, wo turnt ihr denn hier rum? Ihr solltet in den Angriff gehen. Ah. Ja, ich erinnere mich, dieses Spiel hat mich damals schon Nerven gekostet. Oh Gott, wir kriegen hier einen auf die Knochen, Freunde. Frag nicht nach Sonnenschein. Ich sag noch, das ist eine saftige Hütte, die hier für ihn. Na Gott sei Dank. So. Und ich sagte noch, das ist eine saftige Hütte für ihn. Zumindest haben wir jetzt hier die Hütte zurückerobert und können jetzt hier natürlich, ja, müssen wir hier unsere Eisenminen, unsere Kohleminen wieder aufbauen, ne? Ich setze hier mal eine Fahne hin, die soll noch mal hier ein bisschen rumklöpfeln, die Geologen. Also das Spiel hier ist noch lange nicht gewonnen, Freunde, das bleibt auf jeden Fall spannend. So. Ja, das ist gut. Wir haben durch ein feindliches Gebäude Land verloren. Ist mir Wurst. Er greift uns schon wieder an, der Pirate. Piratknochenkopf da. Oh Mann. Oh, da kommen noch mehr. Von überall her kommen die Jungs hier. Wie sieht es denn hier aus? Ja, da sind auch nur Rekruten drin. Ja, diese Angriffe, die müssen wir jetzt wohl oder übel aushalten. Wie sieht es denn überhaupt aus? Können wir mal gucken mit dem Militär. Jo, wir sind zwar jetzt militärtechnisch, sind wir besser als die beiden zusammen. Oh, wir haben uns wieder richtig gefangen. Kann die militärische Stärke auch in Gold gemessen werden? Kann das sein, dass unsere Truppen einfach eine bessere Kampfmoral haben und deswegen unsere militärische Macht höher angesiedelt wird als seine? Warum kommen eigentlich immer hier die Rekruten als erstes raus? Besser die erfahrenen Kämpfer sollen sich doch zuerst hier stellen. Oh wei. Oh Gott, er haut uns da einen Ritter nach dem nächsten um. Ja, sag mal, Freund. Was ist da los? Warum kommen auch immer die Rekruten raus? Muss ich da irgendwas umstellen? Ja, dass dann die besseren Ritter kämpfen. Ja, scheiße. Ich habe das umgestellt auf die Schwachen. Die Schwachen sollen kämpfen. Nee, die Starken sollen kämpfen. Das war natürlich, ja, das war natürlich mein Fehler, ne? Oh wei, oh wei.
Hoffentlich kommt jetzt mal ein stärkerer Junge raus. Ne, kommt wieder ein Rekrut raus. Hier wird irgendwo nochmal gekämpft. Was ist hier los? Hier wird auch gekämpft. Er greift uns jetzt auf allen. Ja, unser Königreich ist jetzt unter... von allen Seiten und da wird jetzt von allen Seiten angegriffen hier. Ja klar, und jetzt haben wir hier auch keine Kohlen mehr. Doch, oh wei, die arbeiten trotzdem noch. Die haben alle noch genug. Okay, hier der Farmer hat auf jeden Fall viel Land, wo er anbauen kann. Der ist auch gut, der hier hat nur 4 Felder. Ich weiß auch nicht. Naja, okay. Sieht aus. Ja. Wir könnten bei Zeiten auch mal jetzt langsam daran denken, dass wir eine Schweinefarm und einen Metzger irgendwo hinsetzen. Vielleicht hier oben in der Nähe von der Lagerburg. Hier könnten wir den Schweinefarmer bauen. Hier den Metzger, oder? Da. Ich weiß jetzt gar nicht... Oh Gott, ja, das ist... ist jetzt alles. Wir müssen mal gucken. Haben die überhaupt hier noch... Arbeiten die überhaupt noch, die beiden? Komm, ich reiß mal einen von den beiden ab. Oh, ja, schade. Und setz den mal hier oben hin. Hier haben wir ja auch noch Steine. Und der wird natürlich... Ich wollte sagen, der wird natürlich zur Lagerburg verbunden, aber... Pech gehabt. Das geht nicht. Ah, können wir hier ein Ding setzen? Eine Fahne? Gott sei Dank können wir. Ja, also es ist wirklich so, ne? Also die Wegführung war damals immer schon eine meiner großen Schwächen. Ah, der kann nirgendwo hin. Machen wir das hier. Müssen wir den hier wegmachen, den Weg. So. Und so. Und okay. Wie sieht's denn aus? Haben wir da noch Steine und alles drin? Ah, Steine und Holz haben wir. Okay. Er expandiert hier aber auch weiter, immer hier. Ja, er hat keine Steine mehr, das sehe ich direkt. Ne? Hier, hier tut sich nichts mehr. Der Schlosser, der ist seit Stunden im Bau. Er kann nicht mehr. Dieses Grenzhäuschen, das hätte ich gerne. Komm, wir gehen mal in den Gegenangriff über. Kommt. Jawohl, jetzt los, Leute. Ihr seid kampferfahren. Jetzt müsst ihr loslegen hier. Wie sieht denn unsere Kampferfahrung überhaupt aus? Wir sind deutlich über 50%. 60% haben wir schon, na bitte. Jetzt gehen wir ja mal zum Gegenangriff über. Das Einzige, was schlecht ist, er baut natürlich immer munter weiter. Seine Rohstoffversorgung läuft hier, ne? Wohingegen meine natürlich hier irgendwie bitter im... Ja, ich will nicht sagen im Eimer ist, aber... Okay, komm, wir schicken hier auch noch einen hin. Hoffentlich findet der noch ein paar saftige Kohlevorkommen. So, komm, Freunde, jetzt gibt mal alles hier. Jetzt will ich hier Aktionen sehen. Action. Ja, ich erinnere mich auch gerade dran. Eigentlich war ich in dem Spiel hier nie so gut gewesen. Eigentlich war immer mein Kumpel Stefan hier der wirklich gute Siedlerexperte, ne? Ich erinnere mich gerade dran. Bei mir ging immer irgendwie vieles schief, wie man hier sieht. Na komm schon, Leute. Tut mir doch mal einen Gefallen. Oh. Ich habe es hier noch nicht mal ein doofes Grenzhäuschen einzunehmen. So, hier können wir auch mal einen... Wir müssen hier noch eine Kohlemine errichten, Freunde.
Ja, das wird ja auch nichts. Oh, der kassiert. Unsere Ritter, die kriegen auch nur auf die Knochen hier. Einer nach dem nächsten immer. Und das Ding ist, diese doofe Grenzhütte ist auch noch ganz nah an seiner Hauptburg dran. Also kommen da natürlich auch immer aus seiner Hauptburg entsprechend neue Ritter rausgelatscht. Können wir vergessen. War wieder... Was soll ich sagen? War Blödsinn, der Angriff hier. Hätten wir uns sparen können, ja. Das war nämlich dann auch schon. Naja, okay. Der Rekrut, der hat was drauf, aber jetzt ist hier wieder Ende für ihn. Ja. Ja. Tada! Das war's. Wir haben auch nirgendwo irgendwo auch nur einen Hauptmann hier unterwegs. Man sieht aus, die ist besetzt, aber ich glaube ja ganz klar, uns ist bestimmt die Kohle ausgegangen. Ne, Kohle haben wir auch noch. Oh, hier könnten wir auch eine Mine hinsetzen. Sein müsste. Naja, zumindest bleibt unser kleines Königreich doch noch relativ übersichtlich. Ich glaube, diese beiden Grenzhäuser, die wären gut, wenn wir die einnehmen könnten. Aber das werden wir nicht schaffen. Ja, der gefährliche Gegner bleibt eher hier noch, ne? Ich glaube, wir könnten diese Grenzhütte hier mal angreifen. Komm, wir müssen jetzt hier mal proaktiv vorgehen. Da ist ja auch ein... Zwei Leutnants. Boah, jetzt kommen hier jetzt kommen hier die. Guck mal da, jetzt kommen die richtigen Jungs hier. Das wird klappen. Ah, wie sieht's hier aus mit unseren Männers? Haben wir mittlerweile auch schon mal einen Hauptmann hier drin? Nee, leider nicht. Ich speichere nochmal ab. Ja, und jetzt machen wir hier auch. Nach dem kleinen Speicherpunkt machen wir jetzt hier einen Break. Ne? Wir sind schon wieder über eine Stunde dran. Es bleibt spannend. Ne? Unser Königreich ist von vielen Seiten unter Druck geraten. Wir werden angegriffen. Unsere Angriffe sind leider nicht so erfolgreich, wie ihr gesehen habt. Ne? Ist ganz gut hier einen Speicherpunkt zu setzen. Und dann machen wir nächste Woche weiter. Ne? Ja. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, ich wünsche euch wie immer Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis bald.